Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 74, Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Kein stummer Frühling, bienenfreundliches Hessen leistet Beitrag zur Biodiversität, Drucksache 19/6797 aus 19. Und als Erstes spricht Kollegin Feldmayer für Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bienen, Hummeln und andere Insekten sind unersetzlich für unsere Lebensgrundlage. Und deshalb müssen wir auch alles dafür tun, dass sich ihre Lebensbedingungen verbessern. Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt hier in Hessen unterwegs sind, dann sieht man überall den schönen gelben Raps blühen. Er duftet auch sehr schön. Aber wenn der Raps verblüht ist, dann gibt es ein Problem. Dann gibt es keine Nahrungsquelle mehr oder wenig Nahrungsquelle noch für Bienen, Hummeln und Co. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass in Hessen Blühstreifen angelegt werden. Wir brauchen aber auch Wegreine. Wir brauchen auch andere Strukturelemente, damit die Wildbiene auch, damit die auch Nistplätze vorfinden und verschiedene andere Elemente auch. Was brauchen wir noch für die Bienen? Wir brauchen naturnahe Gärten und natürlich auch den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel. Und auch die Kommunen können etwas tun. Sie können z. B. das Straßenbegleitgrün, so heißt das ja, dieser sperrige Begriff, den können Sie auch anders anlegen, nämlich mit Wildblumenwiesen. Und ich erinnere mich noch gerne an die Zeit in den Ortsbeirat zurück in Frankfurt-Höchst. Jetzt ist leider der Kollege Serke nicht da, mit dem ich da zusammen gesessen habe. In diesem Ortsbeirat haben wir vor 10 oder 12 Jahren darüber diskutiert, dass es doch schön wäre, wenn dieses Straßenbegleitgrün sich verwandeln würde in eine Wildblumenwiese. Und damals, also ich will jetzt nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudern, also damals, ich formuliere es mal höflich, gab es da sehr großen Widerstand, von wem will ich auch nicht sagen. Aber wir haben jetzt 10 Jahre später und mittlerweile ist es auch klar, dass wir diese Wildblumenwiesen brauchen, weil wir ja gestern auch gelernt haben, dass alle 10 Minuten eine Art stirbt. Aber diese 10 Jahre, die wir jetzt gebraucht haben, zu diesem Konsens zu kommen in der Gesellschaft, dass eben diese Wildblumenwiesen angelegt werden müssen, dass Bienen, Hummeln und Co. dass die Nahrungsquellen brauchen, diese 10 Jahre sind zu lang. Wir müssen den Artenschwund schnell stoppen und konsequent stoppen. Denn wir, auch wir Menschen, wir sind Teil eines Systems, was da im Moment gerade droht, kaputt zu gehen. Und deshalb müssen wir jetzt handeln. Und weil wir das erkannt haben, gibt es in Hessen den Ökoaktionsplan, die Kampagne Bienenfreundliches Hessen, Agrarumweltmaßnahmen und vieles mehr. Aber natürlich können wir in Hessen auch nicht alles alleine regeln. Die EU und die Bundesregierung müssen auch handeln und dafür sorgen, dass Bienengifte von den Äckern verschwinden. Die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA hat ja gerade die Gefährlichkeit von neonicotinoidhaltigen Pestiziden festgestellt. Meine Damen und Herren, da gibt es jetzt auch keine Ausreden mehr. Wir brauchen jetzt ein schnelles und ein umfassendes Sofortverbot von diesen Bienengiften. Und ein umfassendes, damit meine ich auch, dass es nicht mehr in Treibhäusern auch angewendet werden darf. Das ist nämlich die Ausnahme, die kommen soll. Denn Treibhäuser sind ja auch keine Hochsicherheitstrakte. Auch dort, von dort können Stoffe hinausgelangen. Also auch das muss umfassend geregelt werden. Die Neonicotinoide, was sind die? Schwieriges Wort. Das sind Gifte, die auf einen bestimmten Zielorganismus ausgerichtet sind, den sie sozusagen dann schädigen sollen. Das Problem dabei ist, dass nicht nur dieser Zielorganismus geschädigt wird, sondern auch Wildbienen, Hummeln und andere. Und weil sich Vögel von den Insekten ernähren, hat das wiederum auch eine Auswirkung auf diese Tiere. Und so kommt es zu immer mehr Artenverlusten. Genau das wollen wir nicht. Wir brauchen also ein grundlegendes Umdenken. Wir müssen für eine nachhaltige Landwirtschaft sorgen, mit mehr Blühflächen und Nistplätzen für Insekten. Wir brauchen natürlich auch eine Sensibilisierung aller Menschen hier, damit sie sich für ein bienenfreundliches Hessen in ihrem direkten Umfeld einsetzen.
Und deshalb bin ich auch unserer Umweltministerin Priska Hinz sehr dankbar für die Kampagne Bienenfreundliches Hessen, die sie ins Leben gerufen hat. Das ist nämlich eine wunderbare Kampagne, weil da jeder mitmachen kann. Die Landwirte, die Kommunen, die Umweltverbände und jeder, der einen Garten hat oder einen Balkon, kann sich da engagieren. Also jeder Bürger, jede Bürgerin kann einen Beitrag zum Artenschutz leisten. Es gibt da wunderbare Beispiele, die man auch in der Broschüre sehen kann, die die Kampagne begleitet, z. B. in Eltville. Ich will ja nicht immer nur Frankfurt nennen. Da sind heimische Blütenpflanzen auf Grünflächen ausgesät worden. Und dort ist auch beschlossen worden, dass kein Glyphosat mehr eingesetzt wird in der Kommune. Informationen für Hobbygärtner gibt es auch bei der Kampagne und, wie gesagt, jeden, der mitmachen will. Das ist eine wunderbare Kampagne, die da gestartet wurde. Übrigens nimmt Hessen mit dieser deutschlandweiten Größenkampagne gegen das Bienen- und Insektensterben eine Vorreiterrolle für den Artenschutz ein. Und diese Kampagne wirkt. In Hessen haben wir bereits 1.073 landwirtschaftliche Betriebe, die da mitmachen. Insgesamt 1.868 Hektar insektenfreundliche Blühstreifen und Blühflächen sind angelegt worden im Rahmen des Hessischen Programms für Agrar-, Umwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen, HALM. Das Ganze wird auch noch gefördert mit 1,2 Millionen €. Aber natürlich ist das nicht das Einzige, was gemacht wird. Im Rahmen dieses Programms werden auch Zwischenfrüchte gefördert, Streuobstwiesen werden gefördert, vielfältige Fruchtfolgen in der Landwirtschaft und alles, was der Artenvielfalt dient, natürlich auch der Ökolandbau. Denn der Ökolandbau hat das im System immanent, den Bienen- und den Artenschutz. Und genau deswegen fördern wir auch den Ökolandbau in Hessen. Wir haben in Hessen den Ökoaktionsplan auf den Weg gebracht. Wir haben in Hessen den 2000. Betrieb empfangen, der jetzt auf Ökolandbau umgestellt hat. Und wir haben in Hessen 13,5 % der Fläche, die ökologisch bewirtschaftet werden. Also da sieht man, dass dieses Umdenken in Hessen in der Landwirtschaft, in der Umweltpolitik schon stattgefunden hat. Deswegen glaube ich, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, meine Damen und Herren. Ich möchte mich heute aber auch bei den Landwirtinnen und bei den Landwirten bedanken, die im Rahmen dieser Kampagne Bienenfreundliches Hessen ja mitmachen und die auch noch einmal freiwillig zusätzliche Blühstreifen anlegen. Also herzlichen Dank an dieser Stelle. Und auch der Landesregierung danke ich dafür, dass sie die Förderrichtlinie noch einmal angepasst hat, um da eben es möglich zu machen, dass unbürokratisch dort eben diese Maßnahme ergriffen wird. Das war vorher etwas schwierig. Auch diese Schwierigkeit ist aus dem Weg geräumt worden. Deswegen ist das gut und es geht voran. Und so ist es auch möglich geworden, dass Imker und Landwirte noch besser kooperieren, eben zum Wohle der Bienen und Hummeln. Denn die hessischen Imker erfreuen uns ja nicht nur mit dem leckeren und gesunden Honig, sondern sie sorgen ja dafür, dass es in Feld und Flur weiterhin summt und brummt. Deshalb ist es auch gut, dass es von der Landesregierung hier auch eine Unterstützung gibt für die Erzeugung und die Vermarktung von hessischem Honig. Meine Damen und Herren, wir wollen keinen stummen Frühling. Wir wollen, dass das Netz der Artenvielfalt, das uns alle trägt, erhalten bleibt. Bienen sind systemrelevant. Und daran richten wir unser Handeln hier in Hessen aus. Und das fordern wir auch von der Bundesregierung. Sie muss sich wirklich vehement dafür einsetzen, dass diese Bienengifte hier überhaupt nicht mehr zum Einsatz kommen, und das konsequent für alle. Meine Damen und Herren, wir brauchen hier in Hessen nicht nur eine engagierte Landwirtschafts- und Umweltpolitik, wir brauchen auch die entsprechenden Rahmenbedingungen in Berlin und in Brüssel. Und ich freue mich, dass da auch unsere Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Priska Hinz sehr engagiert ist und da vorangeht. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollegin Löber, SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der stumme Frühling ist ein 1962 erschienenes Sachbuch der Biologin Rachel Carson mit dem englischen Titel Silent Spring. Der stumme Frühling wird häufig als Ausgangspunkt der weltweiten Umweltbewegung und als eines der einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Carson wurde im Jahre 1980 posthum mit der Presidential Medal of Freedom, der höchsten zivilen Auszeichnung der USA, ausgezeichnet. Als ginge es um Krieg oder militärische Gräueltaten, ist in diesem Buch die Rede von Angriff, Bekämpfung aus der Luft, Ausrottung, Vergiftung, Massensterben. Angriffsziel ist die Umwelt. Rachel Carsons Bestseller von 1962 wies zum ersten Mal in der Geschichte ein großes Publikum eindrucksvoll auf die Folgen chemischer Verseuchung für die Tier- und Pflanzenwelt hin. Das Buch war ein Weckruf und markiert den Anfang der Umweltbewegung. Leider ist hiervon kein Wort im Antrag zu finden. Carson demonstrierte mit Stummer Frühling die verheerenden Risiken und Nebenwirkungen und die wirtschaftlichen Interessenverflechtungen, gepaart mit sträflicher Gedankenlosigkeit und Inkompetenz der Behörden, und sprach bereits alle wichtigen Themen an, die in der Umweltdebatte bis heute, 56 Jahre später, eine Rolle spielen. Ein stummer Frühling wäre ein Frühling ohne Vögel, ohne Insekten. Stummer Frühling steht insbesondere für den Verlust von Vogel- und Insektenarten. Vor über einem Jahr haben nun Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 die Grünen eine kleine Anfrage zum Thema stummer Frühling, Verlust von Vogelarten, eingebracht. Vor über einem Jahr hat die grüne Bundestagsfraktion eine Veranstaltung Stummer Frühling ante portas, was tun gegen das dramatische Insektensterben, abgehalten. Nun, ein Jahr später, wird daraus ein grüner Setzpunkt in Hessen. Passend ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Hessen. Deutschland hat sich bereits in verschiedenen Abkommen verpflichtet, das Artensterben und den Rückgang der Vogelpopulation im Besonderen zu stoppen. Dennoch ist die Vogelpopulation deutschlandweit und in Hessen stark rückläufig. In den vergangenen 30 Jahren hat sie sich halbiert. Der Rückgang der Vogelpopulation bildet die Entwicklung zahlreicher weiterer Arten in der Landschaft ab und weist auf die Naturzerstörung insgesamt hin. Insekten sind die artenreichste Gruppe an Organismen und machen 70% aller Tierarten in Deutschland aus. Meist ungesehen und unbekannt leisten sie wertvolle Arbeit. Bodenlebewesen tragen dazu bei, unsere Böden fruchtbar zu halten oder vor Degradation zu schützen. Bienen, Wildbienen, ja, vielleicht lernen Sie ja auch noch etwas Neues, statt hier einfach nur reinzublubbern und ins Handy zu gucken. Das wäre vielleicht auch einmal ein Anfang. In den vergangenen 30 Jahren hat sie sich halbiert. Der Rückgang der Vogelpopulation bildet die Entwicklung. Sind Sie wach geworden? Prima. Der Rückgang der Vogelpopulation bildet die Entwicklung zahlreicher weiterer Arten in der Landschaft ab und weist auf die Naturzerstörung insgesamt hin. Insekten sind die artenreichste Gruppe an Organismen und machen 70% aller Tierarten in Deutschland aus. Bodenlebewesen tragen dazu bei, unsere Böden fruchtbar zu halten oder vor Degradation zu schützen. Bienen, Wildbienen und Schmetterlinge sind zuständig für die Bestäubung von Pflanzen. 4/5 der bei uns heimischen Nutz- und Wildpflanzen sind auf ihre Arbeit angewiesen. Aktuelle Studien belegen, dass die Biomasse der Fluginsekten seit den 1990er Jahren selbst in Schutzgebieten um 75% abgenommen hat. Der Rückgang der Insekten hat weitreichende Folgen für Böden, Bestäubung und gesamte Ökosysteme. Es zeichnet sich keine Entspannung ab. Die Bestandsabnahme vieler Insektenarten wird sich fortsetzen. Auch in Hessen. Einen Einfluss auf die Bestandsentwicklung von Insekten haben neben Pestiziden auch andere Faktoren wie Habitatverlust, Fragmentierung der Landwirtschaft, Umweltverschmutzung, invasive Arten oder der Klimawandel. Ernsthafte Maßnahmen für den Artenschutz fehlen in Hessen, und die hessischen Biodiversitätsziele werden weit verfehlt.
Dies wird durch einen Lobeantrag nicht verbessert. Freundlich zu Insekten zu sein, wird nicht ausreichen, den Rückgang zu verlangsamen oder sogar aufzuhalten. Dazu gehört weit mehr als Blühstreifen und Förderprogramme mit EU-Geldern. In Halm waren zuletzt keine 30% Landesmittel. Über 40% waren Mittel der EU und über 30% des Bundes. Die Landesmittel Kollegin wurden sogar Löber, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Die Landesmittel wurden sogar von 2016 zu 2017 vom Land reduziert. Die bisherigen Ansätze für eine umweltverträgliche Landwirtschaftspolitik wie das Greening und Blühstreifen zeigen keine nennenswerte Wirkung. Das Insektensterben hat sich insbesondere in den letzten 10 Jahren beschleunigt. Um das Ausmaß des Problems überhaupt zu erfassen, müsste es ein gezieltes Langzeitmonitoring geben. Dieses existiert jedoch in Hessen nicht. Valide Zahlen zum Insektensterben möchte die Regierungskoalition eher nicht haben. Am 27. April 2018 stimmen die EU-Mitgliedstaaten über einen Vorschlag der EU-Kommission zu bienengiftigen Pestiziden ab, den sogenannten Neonicotinoiden. 3 Wirkstoffe dieser Pestizidgruppe sollen für den Gebrauch im Freiland verboten werden. Die Bundeslandwirtschaftsministerin wird diesen Vorschlag unterstützen. Ein Beistand durch die hessische Landesregierung 2 Tage vor der Abstimmung ist schlicht überflüssig. Der Schaden, den Neonicotinoide anrichten, ist wissenschaftlich vielfältig belegt. Zuletzt hat die EU-Risikobewertungsbehörde die Risiken für 3 Neonicotinoide bestätigt. Klar ist aber auch, das Verbot von 3 Wirkstoffen reicht nicht, vor allem dann nicht, wenn bereits neue Neonicotinoide der Zulassung harren. Wir brauchen ein Verbot für alle Neonicotinoide und wirkungsähnlichen Stoffe. Neue Zulassungen dürfen nicht erfolgen. Hier hätte ich eine klare Haltung ohne jegliche Einschränkung im Antrag erwartet. Für einen wirksamen Schutz der Artenvielfalt sind Feldwege und Wegränder von großer Bedeutung. Dies gilt insbesondere für Insekten wie Schmetterlinge, Wildbienen und Käfer. Wege und Wegränder sind wertvoller Lebensraum für mehrere hundert Pflanzenarten und über 1000 Tierarten. Wir fordern von der Landesregierung, entschiedener gegen den unrechtmäßigen Umbruch von Feldwegen und Wegrändern vorzugehen. Immer wieder kommt es vor, dass in Hessen diese wichtigen Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten umgepflügt oder mit Pestiziden bespritzt und gedüngt werden. Die öffentliche Förderung für rechtswidrig genutzte Flächen muss unterbunden werden. Eine Sofortmaßnahme wäre das sofortige Verbot des Breitbandgiftes Glyphosat, das sämtliche Wildpflanzen auf den Äckern beseitigt und damit den Insekten die Lebensgrundlage nimmt, sodass auch die Vögel kein Futter mehr finden. Hierzu gibt es keine Aussage im Antrag. Notwendig sind außerdem deutlich mehr ökologische Ausgleichsflächen wie aus Brachen, Wegrändern und Hecken. Umgehend benötigen wir die Schaffung ungenutzter Gewässerrandstreifen, weil diese nicht nur wertvolle Lebensräume für Insekten und zahlreiche andere Artengruppen sind, sondern auch noch die Bäche und Flüsse vor schädlichen Dünger- und Schadstoffeinträgen schützen. Wenn Hessen nun nur freundlich zu Bienen wäre, könnte das ja zumindest nicht schadhaft sein. Aber leider führt die verfehlte Politik und handwerklich schlecht gemachte Gesetzgebung beispielsweise zum Schließen sehr alter Bienenbelegstellen mit für die Zucht besonders wertvoller Bienen. Auch die wertvolle Arbeit und die erworbenen Kenntnisse, die im lebendigen Bienenmuseum zu Flora und Fauna gesammelt wurden, werden wohl nicht erhalten. Es gibt keine Unterstützung seitens des Landes, und es besteht kein Interesse der Landesregierung, die einzige Arbeit nachhaltig zu sichern. Seien Sie weiter freundlich zu Bienen. Das ist nicht verkehrt. Eine wirkliche Veränderung beim Verlust an Artenvielfalt werden Sie so in Hessen nicht erreichen. Schließen möchte ich mit dem Gedenken an Stephen Hawking, der sich auch mit Umweltfragen beschäftigt hat. Mit unserer Gier und unserer Dummheit werden wir uns eines Tages selbst ausrotten. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollegin Feldmayer. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe mich noch einmal kurz zu Wort gemeldet, weil ich gerne etwas gefragt hätte. Das werde ich jetzt hier auch einmal gerne nachholen. Und zwar habe ich mich daran erinnert an die Rede von Frau Löber, als es um Fipronil und andere Geschichten ging und wo sie vehement bestritten hat, dass der Ökolandbau etwas mit Artenvielfalt zu tun hat und dass konventionell und Ökolandbau genauso gut ist für die Artenvielfalt und dass es völlig von der Hand gewiesen hat, dass Ökolandbau gut ist für Bienen, Hummeln und Co., obwohl das Bundesumweltamt auf seiner Homepage genau das Gegenteil verbreitet. Also, da war ich völlig erstaunt gewesen, sich jetzt hier hinzustellen und so zu tun, als wäre das, was hier in Hessen passiert, alles schlecht, wo der Ökoaktionsplan läuft und wo im Übrigen auch die FSC-Zertifizierung für den hessischen Staatswald gut ist für die Artenvielfalt, wo Sie bisher immer noch keine eindeutige Positionierung hinbekommen haben. Da wundere ich mich doch sehr, Frau Löber. Und Sie haben doch bei der Bundesregierung die Umweltministerin gestellt. Und Sie haben doch jetzt auch die Gelegenheit, mit der neuen Koalition etwas anders zu machen, etwas besser zu machen, die Neonicotinoide zu verbieten und endlich aus Glyphosat auszusteigen. Aber das sind auch immer nur halbherzige Bekundungen, die da kommen, Ankündigungen, und passiert tut dann am Ende wieder gar nichts. Und von daher war das komplett unglaubwürdig, was Sie hier gerade von sich gegeben haben. Wir haben hier in Hessen wirklich viel erreicht. Wir haben eine grundlegende Richtungsänderung hinbekommen in der Landwirtschaftspolitik und in der Umweltpolitik. Und dass Sie das überhaupt nicht honorieren, okay, Oppositionsrhetorik kann man machen, aber sich hier hinzustellen und dann zu tun, als hätten Sie mit der Bundesregierung gar nichts zu tun, die ja die Rahmenbedingungen stellt, das geht wirklich nicht. Zur Erwiderung, Kollegin Löber. Ja, werte Kollegin, ich bin es ja mittlerweile gewohnt, dass Zitieren unterschiedlicher gehandhabt wird. Für mich ist Zitieren, dass man sich ein Protokoll nimmt und guckt, was tatsächlich gesagt wurde. Zitieren ist nicht etwas zu sagen, von dem man glaubt, was man in Erinnerung hat. Das ist das Erste. Das, was Sie da von sich gegeben haben, habe ich zu keinem Zeitpunkt so gesagt. Ich habe bei Ihrem Punkt zu Fipronil lediglich gesagt, und dazu stehen ja entsprechende Zahlen, dass Fipronil-Einsatz und fipronilverseuchte Eier und ökologische Landwirtschaft überhaupt nichts miteinander zu tun hat, sondern gerade Fipronil in Ökobetrieben gefunden wurde. Und das ist durch Zahlen untermauert, und das anders darzustellen, das zeigt eigentlich nur, wie traurig Sie im Moment einen Stand haben und sich da verkaufen. Was die Bundesebene anspricht, die Bundesebene habe ich eben auch, das wird man im Protokoll auch nachlesen können, explizit zitiert, und zwar die Bundeslandwirtschaftsministerin, die sich gegen Neonicotinoide in 2 Tagen aussprechen wird. Das heißt, auf der Bundesebene ist viel passiert, es läuft viel. Und 2 Tage vor einer Entscheidung auf EU-Ebene so jetzt zu argumentieren, es ist einfach schwach und traurig. Liefern Sie doch einmal Zahlen, liefern Sie mal konkrete Zahlen, wie in Hessen das Insektensterben in den letzten 4, 5 Jahren sich verändert hat. Und nicht nur, dass Sie Blühwiesen, die sind wunderschön, ich liebe die auch. Aber die alleine, das wird Ihnen jeder Experte mitteilen, die alleine, die Blühwiesen werden nicht zu einer grundsätzlichen Veränderung, was den Verlust an Insekten und Vogelarten betrifft, führen. Das wird Ihnen jeder Experte bei jeder Anhörung bestätigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes spricht Kollege Landau, CDU-Fraktion. Kurz mal schauen. Jetzt heißt sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lassen Sie mich mit 2 Eingangsbemerkungen starten.
Frau Löber, erstens, das Thema, über das wir uns hier unter diesem Tagesordnungspunkt unterhalten, ist es immer wert, dass es auf der Tagesordnung steht. Und wenn Sie sagen, es ist im Vorfeld von irgendwelchen Entscheidungen, die seitens der EU gefeilt werden, dass es da vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist. Nein, es ist immer der richtige Zeitpunkt, hier über dieses wichtige Thema sich auszutauschen. Das Zweite ist, und da überraschen Sie mich und wahrscheinlich nicht nur mich ein weiteres Mal, dass Sie hier nach vorne gehen und erklären, dass im Land Hessen hier jetzt bei den Bienen alles ganz schrecklich ist. Aber rückblickend darf ich feststellen, wenn das wirklich so ist, dann hätte ich parlamentarische Initiativen ordentlichen Ausmaßes in der Vergangenheit erwartet. Aber das ist ausgeblieben. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, wenn wir uns heute über die Kleinen im Tierreich sozusagen unterhalten, dass wir uns nicht über eine Kleinigkeit unterhalten. Weil es ist mehrfach angesprochen worden, die Insekten und die Bienen, die als Teil davon, sie sind von außerordentlicher Bedeutung für ganz viele, vieles. Und da will ich hier mal mit ein paar Zahlen aufwarten, um einfach mal auch die Bedeutung auch für unsere Besucher mal zu unterstreichen, was kleine Bienen und Insekten dann auch für uns leisten. Studien sprechen von Ertragsminderung durch ausbleibende Bestäubung durch Insekten, beispielsweise bei Äpfel und Kirschen von über 60%, bei den Erdbeeren von knapp 30% und bei den Möhren von gerade fast 90%. Ich glaube, das sind ganz eindeutige Zahlen. Wenn man also alleine einmal die Bienen betrachtet, dann kommen auch noch ein paar andere erstaunliche Zahlen zusammen. Nämlich sozusagen sagt Professor Jürgen Tautz von der Universität Würzburg, dass schätzungsweise ein Drittel unserer Lebensmittel ausschließlich durch die Bestäubung der Bienen wächst. Damit kann man dann sagen, und da sind wir uns, denke ich, auch alle einig, dass in einem außerordentlichen hohen Maße die Arbeit der bundesweit 120.000 Imker mit ihren 830.000 Bienenvölkern eine ganz wichtige und außerordentliche Arbeit für die Landwirtschaft leistet. Wir alle genießen gerne den Honig als Brotaufstrich oder im Tee, aber die errechnete volkswirtschaftliche Leistung der Bienen für Deutschland in Höhe von sage und schreibe 2,5 Milliarden Euro ist vornehmlich auf den wirtschaftlichen Nutzen, der sich aus der Insektenbestäubung ergibt, zurückzuführen. Und da ist es dann am Ende auch nicht verwunderlich, dass nach Schwein und Rind die Biene das drittwichtigste Nutztier hier bei uns ist. Für ganze Ökosysteme und die Landwirtschaft ist es daher alarmierend, wenn wir nicht mehr die Fülle an Insekten und auch nicht mehr die Menge an Bienen in der Natur vorsehen. Und es ist ja auch schon angesprochen worden, welche weiterführenden Schäden oder dann auch andere Dinge dann ausbleiben. Und es ist alarmierend, dass von den 600 Bienenarten, insbesondere Wildbienenarten, ein so hoher Bestand gefährdet ist. Und da muss man dann schon sagen, wenn wir das alles inzwischen so feststellen müssen, dann ist es Zeit, auch zu handeln. Und es sind ja hier auch einmal Zahlen angesprochen worden, wie sich Dinge verändert haben. Und da ist 1989 eine erste Langzeitstudie in Auftrag gegeben worden in Krefeld. Dort hat man die Insekten gezählt und hat festgestellt, von 1989 bis heute, oder die Studie endete 2016, dass es einen dramatischen Rückgang in den Populationen der Insekten gegeben hat, um über 75%. Und jetzt ist natürlich, wenn ich diese Zahlen hier alle vortrage, die Frage naheliegend, was ist die Ursache von diesem Rückgang? Und da gibt es ein Bündel an bedrohlichen Faktoren. Ein Bündel. Nicht eine einzige Sache ist da schuld, sondern es sind viele. Zum einen leiden Insekten an Bakterien, Viren und Parasiten. Und ich denke, vielen von Ihnen ist die Varroa-Milbe als Quälgeist der Bienen sehr gut bekannt. Zum anderen machen natürlich die immer mehr verbreiteten Monokulturen den Fluginsekten zu schaffen. Für Blütenpflanzen wird wenig Raum gelassen. Sie sind nicht mehr in dem Maße vorhanden, und sie fehlen dann natürlich als Nahrungsgrundlage für die Bienen. Nach der Obst- und Rapsblüte kann man dann immer wieder beobachten, dass ein gravierender Nahrungsmangel für Fluginsekten und damit natürlich auch die Bienen besteht. Dann spielt natürlich nicht zuletzt auch der Einsatz von Pestiziden, ganz besonders von den, wie heißen Neonics kurz, eine ganz wichtige Rolle beim Verschwinden der Bienen. Experten geben hier an, dass schon ein 4 Milliardstel Gramm der Wirkstoffe dieser Pflanzenschutzmittel pro Biene tödlich sein können.
Weit schwächere Dosierungen beeinträchtigen Biene und Co. dann aber immer noch in Orientierung. Sie reduzieren die Fortpflanzungsfähigkeit, und sie setzen das Immunsystem aus, alles mit entsprechenden Folgen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, es ist schon angesprochen, hat diese Neonics jetzt einer neuen Risikobewertung unterzogen. Das ist bereits schon einmal erfolgt. Allerdings, weil die Datenbasis damals nicht so war, hat es nicht zu den entsprechenden Konsequenzen gekommen. Aber wir haben bereits, und das will ich hier auch noch einmal sagen, weil das ist damit kein neues Thema, wir haben 2008 im Rheintal schon entsprechende Auswirkungen einmal feststellen können, was denn nämlich behandeltes Saatgut am Ende ungewollt für Auswirkungen auf Bienen- und Insektenpopulationen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, soweit also zur Problematik. Was tut die Politik? Vieles ist schon angesprochen worden. Für uns als CDU ist ganz klar, was schadet, darf nicht zugelassen werden bzw. muss verboten werden. Insofern ist das, was seitens der EU jetzt vorgeschlagen worden ist und worüber am 27., also übermorgen, entschieden wird, findet unsere ausdrückliche Zustimmung. Richtig ist, der Landwirtschaft durch Beschleunigung von Entwicklung und Zulassungsverfahren alternative Wirkstoffe und Behandlungsmethoden zur Verfügung zu stellen. Das ist sozusagen die zweite Seite der Medaille. Falsch ist, und das sage ich dann auch deutlich, den Konzernen Bayer, Syngenta und BASF die Bilanzen aufzubessern, wenn man jetzt noch abwartet und keine weitreichenden Konsequenzen zum Schutz von Biene und Co. zieht. In Deutschland ging, und das will ich dann auch noch einmal anmerken, gingen die Bestimmungen bereits weiter als bislang von der EU gefordert. Bei uns sind schon seit 2009 die sogenannte Beizung von Getreidesaatgut mit Neonics verboten. Auch die Einfuhr und Verbreitung von gebeizten Getreidesaatgut wurde unterbunden. In der Zierpflanzenproduktion haben sich die betroffenen Verbände des Landschafts- und Gartenbaus Deutschland bereits vor 2 Jahren freiwillig auf einen Anwendungsverzicht von eben diesen Pflanzenschutzmitteln geeinigt. Neben der Problematik der Insektizide ist auch die Beschaffenheit des Lebensraums und Insekten von enormer Bedeutung. Auch das ist bereits angeklungen. Da besteht in Hessen das Programm Halm. Auch darauf ist schon eingegangen worden. Und ich denke, es ist gut, dass daraus sehr viel gefördert wird, direkt, aber auch, dass es Beratungsangebote gibt. Und lassen Sie mich eins sagen, wenn wir immer die Landwirtschaft vor Augen haben, wenn Sie mal heute durch eine Vorortsiedlung gehen und schauen sich mal die Vorgärten an, dann haben wir dort einen fatalen Trend. Dieser Trend besteht darin, dass wir dort nicht mehr Beete, Rabatten oder Ähnliches haben, sondern dass man sich Geröll und Kies in den Vorgarten setzt und dann vielleicht noch als einzige Begrünung eine Konifere rein. Also das ist dann kein Lebensraum, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Bienen und Co., sondern das ist Totraum. Und dann darf man sich dort auch nicht wundern, wenn es zu bestimmten Folgen kommt. Der Verbesserung der Lebensbedingungen von Bienen und anderen Insekten dient halt, und auch das ist angesprochen worden, da kann ich mich nur wiederholen, nicht nur der Verbesserung der Agrarstruktur, sondern es schafft natürlich dann auch die Voraussetzung, dass die Lebensgrundlagen der Bienen entweder wiederhergestellt oder gestärkt werden. Eine wichtige Hilfestellung, und darauf will ich eingehen, weil das, glaube ich, noch nicht so deutlich angesprochen ist, bietet unser Bieneninstitut in Kirchheim. Das feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Und dort werden neben umfangreichen Beratungsangeboten auch Forschungsdinge geleistet und andere Dienstleistungen. Und man hat auch Demonstrationsflächen, wo man sozusagen Interessierten zeigen kann, wie Blühpflanzmischungen dann auch zu entsprechenden Resultaten führen. Ich will dann kurz vor Schluss noch anführen, dass gemeinsam mit den anderen Ländern in dem Bund Hessen das deutsche Bienenmonitoring finanziert, das ist außerordentlich wichtig. Es ist europaweit ein einzigartiges Programm und liefert seit 2004 wichtige Erkenntnisse zur Bienengesundheit und Bienenhaltung. Und auch das spielt eine Rolle. Und dann lassen Sie mich mit einem Zitat auch zum Schluss schließen, um auch sozusagen die Bedeutung dieses Themas, liebe Frau Löber, noch einmal zu unterstreichen. Es hat ein Imker gesagt, der hat nämlich das so formuliert: Wenn es nicht mehr summt, haben wir alle ein Problem. Und ich glaube, er hat recht. Und es zeigt auch mit dem, was ich eben vorgetragen habe, dass wir seitens der Landesregierung und der sie tragenden Fraktion nicht nur freundlich sind zu den Bienen, sondern dass wir genau in dem Sinne dieses Imkers auch ganz viel für die Bienen schon geleistet haben und künftig auch leisten wollen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kollege Dirk Landau. Das Wort hat die Frau Abg. Knell, FDP-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Biene gewinnt und produziert Honig sowie andere wertvolle Bienenprodukte. Die Biene ist das wichtigste landwirtschaftliches Nutztier nach Rind und Schwein. Die Biene bestäubt, was den Fortbestand zahlreicher Kultur- und Wildpflanzen sichert. Und sie bestäubt auch über ein Drittel der Nahrungsmittel, die wir Menschen zu uns nehmen. Und ja, Frau Feldmayer hat es eben gesagt, und den Begriff hat eigentlich Frau Klöckner ja geprägt, die Biene ist systemrelevant. Und es macht auch Sinn, sich mit Maßnahmen auseinanderzusetzen, die den Schutz insbesondere der Wildbienen zum Ziel haben. Um es vorwegzunehmen, Ihr Antrag enthält, abgesehen von der übertriebenen Beweihräucherung der Landesregierung, viel Richtiges, und die Zielsetzung teilen wir weitgehend. Etwas unsystematisch werden Sie bei Punkt 7, wo Sie plötzlich auf Europapolitik gehen und die Wissenschaftlichkeit aus unserer Sicht unter die Räder kommt. Ich möchte aber auch deutlich machen, dass die Ursachen der Populationsentwicklung bei den Insekten und insbesondere bei den Bienen sehr vielschichtig sind. Wir Freien Demokraten beteiligen uns nicht an einseitigen Schuldzuweisungen, die hier immer wieder vorgenommen werden. Und gerade die Zahl der Honigbienenvölker ist ja seit einigen Jahren steigend. Das hat sicherlich auch etwas mit den Aktionen und Blühstreifenprogrammen der Landwirte zu tun. 5% ihrer Fläche stellen sie zwischenzeitlich für Umweltleistungen, das sogenannte Greening, zur Verfügung. Es sind also auch die Landwirte, die die Bienen schützen. Und ein Verbot der Neonicotinoide ist aus unserer Sicht zu pauschal, um der Situation in der Landwirtschaft auf wissenschaftlicher Grundlage zu begegnen. Es kann sogar in Teilen einen gegenläufigen Effekt produzieren. Denn Aristoteles hat es schon gesagt, nur wer kräftig ist, kann auch kräftig arbeiten. Und das gilt auch für die Bienen. Die blühenden gelben Rapsblüten, die dieser Tage deutschlandweit aufblühen, sind die Hauptnahrung für Bienen. Und hier ist die Saatgutbeize mit Neonicotinoiden bereits verboten. Und der Anbau ist rückläufig. Auf jeder 10. Fläche, auf der vor kurzem noch Raps stand, wächst heute etwas anderes. Denn es gibt keine Auswahl mehr an Pflanzenschutzmitteln. Insofern trifft das Verbot die Bienen eher negativ. Besonders hart wird das Verbot jetzt unsere Zuckerrübenbauern treffen. Gerade im Schwalm-Eder-Kreis haben wir da einen großen Anbau, Wabern. Sollten Sie sich alle einmal anschauen. Dabei ist das Verbot hier besonders unverständlich, denn die Zuckerrüben werden geerntet, bevor sie blühen, und damit überhaupt nicht von den Bienen angeflogen. Aber ich sehe schon die selbsternannten Ernährungsexpertinnen dann hier vorne jubeln. Zucker ist ja ohnehin ungesund, brauchen wir nicht. Aber sowohl Raps wie auch die Zuckerrübe sind Bestandteil vielfältiger Fruchtfolgen und abwechslungsreicher Kulturlandschaften. Es gilt deshalb, nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten. Denn es gibt Alternativen zum Verbot. Neben dem Auflösen des Zulassungsstaus bei Pflanzenschutzmitteln, um neue, innovativere und bessere Mittel auf den Markt zu bringen, gibt es Applikationsverfahren, die Pflanzenschutzmittel unter den Blüten aufbringen, um einen Kontakt mit den Bienen auszuschließen. Eines davon heißt Droplac, wurde an der Uni Hohenheim entwickelt und sogar mit dem Bee Award ausgezeichnet. Die Freien Demokraten möchten solche Innovationen verbreiten, statt eben Rückschritt durch stumpfe Verbote zu erreichen. Was mich bei Ihrem Antrag verwundert, ist, dass die Hauptgefahr für die Biene schlechthin die Varroa-Milbe mit keinem Wort erwähnt wird. Herr Landau hat es eben angesprochen. Aber kann ich natürlich auch nachvollziehen, weil die kann man nicht so einfach verbieten. Und gestatten Sie mir noch einen Vorschlag, bevor ich zum Ende komme. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, neben den Blühstreifen und den vielfältigen Fruchtfolgen, die auch durch das Screening unterstützt werden, auch technische Lösungen zur Verbesserung bei der Aufbringung von Pflanzenschutzmitteln nach vorne zu bringen. Und Technik ist hier eben nicht das Problem, sie ist Teil der Lösung. Und unsere Landwirtschaft braucht eine Zukunft in unserem Land. Und wir möchten daran arbeiten, dass es diese für Bienen und die Landwirte gibt. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Knell. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Bitte. Herr
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Biodiversitätsverlust, das Insektensterben und dessen Ursachen gehören ganz nach oben auf die politische Agenda. Das Thema ist so wichtig, dass es nicht nur Gegenstand von Schaufensteranträgen wie dem vorliegenden von CDU und GRÜNEN sein darf. Die Regierungsfraktionen fordern ihre eigene Regierung auf, die von ihr aufgestellten Biodiversitätsstrategien weiter zu befolgen, und begrüßen, dass die eigene Regierung Gelder aus Steuermitteln für die Kampagne Bienenfreundliches Hessen eingesetzt hat, und loben sie für die tolle Umsetzung. Mehr Selbstbeweihräucherung geht kaum. Blasen wir den Weihrauch einmal weg. Jährlich werden 1,2 Millionen € aus Steuermitteln für Blühflächen investiert, um Schäden auszugleichen, die vor allem durch eine ebenfalls aus Steuermitteln subventionierte Landwirtschaft entstanden sind. Dass dies aber kein Nullsummenspiel ist, haben wir in den letzten Jahrzehnten gesehen. Flächenversiegelung, ausgeräumte Agrarsteppen mit Totalherbiziden wie Glyphosat, erspritzte Monokulturen und die großflächige Anwendung von Insektengiften bedeuten nicht nur für Bienen das Aus. Diese Landwirtschaft ist ein Biodiversitätskiller, vergiftet unser Trinkwasser mit Nitrat und schadet der Bodenfruchtbarkeit sowie dem Klima. Blühstreifen sind ganz schön anzusehen, können, ich glaube, die ist schon seit mehr als 20 Jahren nicht mehr da. Also, da sollte man sich jetzt nicht mehr darauf beziehen, wenn man aktuell gescheite Politik betreiben will. Aber das zeigt, wie rückwärtsgewandt Sie sind in Ihrer Politik. Blühstreifen sind ganz schön anzusehen, können aber die Schäden durch die großflächigen Ausräumen der Landschaften nicht ausgleichen. Das kann nur gelingen, wenn auch die konventionelle Landwirtschaft in der Fläche, und das meint deutlich mehr als 12 bis 13% Ökolandbau, umweltverträglicher wird. Das kann doch auch nicht gegen Ihr Interesse sein. Liebe GRÜNE, dass wir eine Agrarwende, das heißt eine umweltverträglichere Landwirtschaft, die auf Glyphosat und Co. verzichtet und äußerst sparsam mit Kunstdüngern und Energie umgehen brauchen, muss ich doch Ihnen nicht erzählen. Aber dass es der Koalitionspartner ist, der weiterhin den großen Agrarmultis, und wir hören das Geschrei ja hier gerade, den Weg bereitet und diese Konzerne sich mit aller Kraft gegen die Ökologisierung der Landwirtschaft stemmen, weil Insektizide, Totalherbizide und Kunstdünger ihr Hauptgeschäft sind, könnte schon einmal ein Hinweis wert sein. Da heißt es, Augen auf bei der Wahl des Koalitionspartners, und ein bienenfreundliches Hessen sind mit CDU und der FDP, wie wir eben gehört haben, nun einmal ein Klotz am Bein. Anstelle des Greenwashing der CDU auf Biene-Maja-Niveau muss die Agrarwende eine der roten Haltelinien für die nächsten Koalitionsverhandlungen in Hessen werden. Es ist völlig unverständlich, warum die hessische Umweltminister mit relativ großen Summen die Umstellung auf ökologischen Landbau fördert, auf landeseigenen Ackerflächen aber immer noch konventionelle Landwirtschaft mit dem Biodiversitätskiller Glyphosat betrieben wird. 42 Domänen und insgesamt 6.334 Hektar hat das Land Hessen, aber nur auf 13 Domänen mit 1.609 Hektar wird ökologische Landwirtschaft betrieben. Und auch nur auf diesen ist der Einsatz von Glyphosat verboten. Auch bei den hessischen Staatsweingütern, in deren Aufsichtsrat Sie sitzen, Frau Ministerin, wird weiterhin Glyphosat eingesetzt. Frau Ministerin, Durchsetzungsvermögen sieht anders aus. Frau Kollegin Schott, Frau Kollegin Feldmayer würde Ihnen gerne zum Thema Bienen eine Zwischen-. Was wollen Sie? Also nichts. Gut. Beide. Blühstreifenantrag werfen die grünen Nebelkerzen, um von eben diesem beschriebenen Versagen abzuweichen. Es ist ein Armutszeugnis, dass es einer grünen Ministerin innerhalb von 4 Jahren nicht gelungen ist, den Einsatz von Glyphosat auf landeseigenen Äckern und im Weinberg zu beenden. Seit 1990 beklagen wir einen Biomasseverlust an Fluginsekten zwischen 70 und 80%. In Ihrem tollen Antrag betonen CDU und GRÜNE, dass Hessen im Artenschutz eine Vorreiterrolle einnehme. Damit erwecken Sie den Eindruck, dass das Artensterben mit dem schwarz-grün regierten Bundesland besser bekämpft würde als anderswo. CDU und GRÜNE bleiben aber jeden Beleg schuldig. Wer jetzt glaubt, dazu etwas in den Biodiversitätsberichten der Landesregierung zu finden, wird herbe enttäuscht. In den Berichten gibt es keine Auskunft über die Entwicklung der Biodiversität, sondern nur über die Entwicklung der Maßnahmen und Aktivitäten der Landesregierung. Angaben über die Entwicklung von Insekten- und Pflanzenpopulationen, die man erwarten könnte, gibt es nicht. Es gibt kaum Grundlagen,
Das ist eines der schweren Versäumnisse. Wir reden doch in anderen Zusammenhängen auch nicht über die Entwicklung von Arbeitslosigkeit ohne Arbeitslosenstatistiken. Aber genau das machen Sie hier an dieser Stelle. Frau Ministerin Hinz, in der Weiterentwicklung der hessischen Biodiversitätsstrategie kündigt das Umweltministerin ein Naturschutzmonitoring-Konzept im Bereich Biodiversität an, sowie die Beteiligung Hessens an der systematischen Evaluation der Wirksamkeit von Agrarumweltprogrammen. Wann, wenn nicht jetzt, wollen Sie Auskunft geben, ob und wie die Maßnahmen der Landesregierung wirken? 2009 trat die EU-Richtlinie über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden in Kraft. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten der EU unter anderem, nationale Aktionspläne zur Verringerung des Pestizideinsatzes einzuführen und dabei quantitative Zielvorgaben, Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung der Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt festzulegen. Teil des sogenannten Pflanzenschutzpakets sind auch statistische Erhebungen von Absatz und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Wir haben das in 2016 abgefragt. Die Antwort der Landesregierung, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, wie viele und welche Pflanzenschutzmittel in einem bestimmten Zeitraum in den Bundesländern zur Anwendung kommen, ist nicht Gegenstand von gesetzlichen Vorgaben und wird daher statistisch nicht erfasst. Es gibt keine Daten. Es wird zur Abwehr negativer Einflüsse auf Schutzgebiete in der Richtlinie ein Risikomanagement für Pestizide vorgeschrieben. Dazu sollte man aber wissen, welche Pestizide in welchen Mengen auf den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgebracht werden. Auch hier Fehlanzeige. Frau Ministerin Hinz, der vorliegende Antrag stellt wie alles bedruckte Papier, das auch aus Ihrem Haus kommt, die tollen Maßnahmen der Landesregierung dar. Es gibt aber keine Auskünfte darüber, ob die Maßnahmen überhaupt dazu geeignet sind, dem dramatischen Artensterben etwas entgegenzusetzen. Und es fehlen die Grundlagen, die eine fachliche Beurteilung ermöglichen würden. Man braucht keine ausgefeilten Statistik, um plausibel zu machen, dass die Anstrengungen der Landesregierung, so gut sie im Detail auch gemeint sein mögen, gegenüber der Ausbreitung von Monokulturen mit Raps, Mais und Getreide kaum eine Wirkung zeigen. Die Trendumkehr bis 2020, wie die Biodiversitätsstrategie vereinbart, kann so nicht gelingen. Wie in allen anderen Bundesländern ist auch in Hessen die Entwicklung dramatisch, und die Maßnahmen kommen gegen das Problem nicht an. Das Problem ist die in der EU und im Bund herrschende Agrarpolitik, die Landwirtschaft auf eine reine Warenproduktion reduziert, die zu möglichst niedrigen Preisen für einen sozial- und ökologischen blinden Weltmarkt liefern soll. Kommen wir nochmals auf die Bienen zurück. Sie sind nach Schwein und Rind, haben wir hier gehört, das wichtigste Nutztier. Man könnte eigentlich sagen vor Schwein und Rind, denn ohne die Insekten werden wir auch Schweine und Rinder nicht mehr füttern können, von uns selber ganz zu schweigen. Der Einsatz eben all dieser Gifte vernichtet Wild- und Honigbienen großflächig, und der Einsatz von Totalherbiziden entzieht ihnen und tausend anderen Insektenarten die Nahrungsgrundlage. Das zeigt den ganzen Irrsinn großer Teile unserer konventionellen Landwirtschaft. Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie würden Schweine und Rinder systematisch vergiften und ihnen die Nahrungsgrundlage entziehen. Das ist doch Wahnsinn, und bei den Bienen tut man es. Ohne Rücksicht auf die Produktionsmittel, Boden, Wasser, Klima und ohne Rücksicht auf die biologische Vielfalt wird ausschließlich auf die kurzfristige Ertragssteigerung für eine profitablere Ackerkultur geschaut und dafür alles andere geopfert. Warum wir eine solche Landwirtschaft zulassen, diese Landwirtschaft mit Milliarden aus Steuermitteln über die EU subventionieren und die Produktion von Milchprodukten, Getreide, Zucker und Fleisch auch noch auf Weltmarktniveau konkurrenzfähig sein muss, können nur die beantworten, die von diesem System profitieren. Viele konventionell arbeitende Bauern haben in den letzten Jahren erfahren, dass es nicht mehr heißt, wachse oder weiche, sondern wachse und weiche. Das EU-Agrarmodell begünstigt industriell wirtschaftende Betriebe und landwirtschaftsfremde Investoren, die keine soziale Beziehung mehr zum Dorf oder zu natürlichen Standortbedingungen oder gar Landschaften berücksichtigen. Dieses System beruht auf der Ausbeutung von Mensch und Natur gleichermaßen. Dieses System gefährdet unsere Ernährungssouveränität, und es gefährdet unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Dieses System ist gescheitert, sozial und ökologisch.
Und um das zu ändern, braucht es mehr als Blühstreifenprogramme auf freiwilliger Basis und eine Unterstützung für den Umstieg auf Ökolandbau. Wir müssen die Versiegelung von Ackerböden stoppen und die Landwirtschaft umweltverträglich machen. Das heißt auch, dass wir bereit sein müssen, uns den Agrarkonzernen entgegenzustellen und ihre Lobbyisten in Regierungen und Parlamenten und Bauernverbänden zu isolieren. Und wir müssen gangbare Alternativen aufzeigen. Eine nachhaltige, sozial und ökologisch verantwortungsvolle Landwirtschaft braucht ein neues Agrarleitbild. Frau Kollegin Schott, Sie müssen zum Schluss kommen. Mein letzter Satz. Mit einer Ministerin, die es noch nicht einmal schafft, den Glyphosateinsatz auf den landeseigenen Flächen zu verbieten, sind wir in Hessen davon noch weit entfernt. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat Frau Staatsministerin Hinz. Priska, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es scheint mir doch, dass wir uns immerhin darüber einig sind, dass Bienen und viele weitere Insektengruppen einen unersetzbaren Wert haben für die Biodiversität und die Umwelt, dass sie für die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion der wesentlichste Bestandteil sind, jedenfalls für einen großen Teil, der auf die Bestäubung angewiesen ist. Dass die Honigbiene, über die hier ja auch schon gesprochen wurde, deren Bienenvölker sich Gott sei Dank in Hessen einigermaßen stabilisiert haben, die sind ja nur der Synonym dafür, für das Thema, um es auch plastisch zu machen für die Bevölkerung, weil sie mit den Honigbienen z.B. Honig verbinden und damit auch das Positive. Wenn man nur über Insekten reden würde, wäre das nicht so greifbar für die Bevölkerung, worum es eigentlich geht. Deswegen reden wir in der Regel über die Biene, aber es geht um etwa 560 Wildbienen, bundesweit 424 Arten in Hessen von Wildbienen, die zur Hälfte bedroht sind, zu einem kleineren Teil schon ausgestorben sind, deren Rückgang dramatisch ist, und über weitere Bestäuber wie Schmetterlinge und auch Hummeln und andere Insekten. Die volkswirtschaftliche Leistung wird auf bis zu 2 Milliarden € jährlich geschätzt. Deswegen ist es richtig, wenn die Bundeslandwirtschaftsministerin jetzt erkennt, dass Bienen und andere Bestäuber systemrelevant sind. Das sind sie. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal gesehen hat, den Film über China, wo Menschen, Arbeiter und Arbeiterinnen herumgefahren werden und mit Q-Tips die Bäume bestäuben. Das ist eine echt gruselige Vorstellung. Und das passiert, wenn wir nicht achten auf unsere biologische Vielfalt, wenn wir nicht darauf achten, welche Stoffe, auch Pflanzenschutzmittel, schädlich sind für die Insekten, für die Arten, die wir für die Bestäubungsleistungen brauchen. Und jenseits der Frage, wie viele Arten schon ausgestorben sind, haben wir auch einen Rückgang der Insektenmasse zu verzeichnen. In den letzten zweieinhalb Jahrzehnten beträgt für die Sommerperiode dieser Insektenschwund über 80 %, meine Damen und Herren. So, und deswegen heißt es, wir müssen alles daran setzen, dass wir das, was in den letzten Jahrzehnten versäumt wurde, sozusagen wieder eine Kehrtwendung hinzulegen. Und ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung endlich auf dem Weg ist, mit uns gemeinsam diese Mittel auf EU-Ebene zu verbieten, die nachgewiesenermaßen schädlich sind. Und da nützt es auch nichts. Da nützt es auch nichts,
dass wir ein neues Verfahren haben, innovativ. Ich bin auch für Innovation in der Landwirtschaft. Aber die Pflanzenschutzmittel, die giftig sind, da nützt es auch nichts, wenn die unter die Pflanzen gespritzt werden. Sie bleiben trotzdem giftig für die Insekten, weil auch die fliegen sogar unter die Pflanzen und bleiben nicht nur drüber. Wir haben seit 4 Jahren in der Agrarministerkonferenz versucht, die Neonicotinoide verbieten zu lassen. Nie ist die Bundesregierung uns gefolgt. Seit 4 Jahren. Jetzt endlich gibt es das Zeitfenster immerhin für 3 Neonicotinoide. Immerhin. Und trotzdem will die Bundesregierung in Brüssel dafür stimmen, dass es in Gewächshäusern nicht verboten wird. Also, auch das ist noch ein Weg, den wir vor uns haben, weil ich sage ganz klar, diese Differenzierung ist fachlich unsinnig, das in Gewächshäusern zuzulassen. Es ist auch unsinnig, nicht weiter an Alternativen zu forschen. Auch das ist wichtig. Deswegen werden wir auf der Agrarministerkonferenz in dieser Woche, die ab morgen beginnt, hier noch einmal einen hessischen Antrag einbringen, um das Thema zu weitern. Weil es geht nicht nur darum, dass wir jetzt bei 3 Stoffen am Ziel sind, sondern es geht darum, dass wir auch Alternativen erforschen, die besser sind, die insektenfreundlicher sind, weil natürlich die Landwirtschaft auch entsprechende Möglichkeiten braucht, um ihre Pflanzen zu schützen. Das wollen wir ja nicht verbieten, also insgesamt verbieten, aber sie müssen verträglich sein, diese Mittel, und diesen Weg wollen wir weitergehen. Meine Damen und Herren, ich habe auch lange daran gearbeitet, dass wir es auf Bundesebene schaffen, von Hessen aus, dass der Aussaatzeitpunkt für die Blühstreifen nach hinten verlegt wird. Es war bis zum letzten Jahr immer der 31. März. Das macht auch fachlich keinen Sinn, weil nämlich dann die Blühstreifen mit dem Raps blühen und danach nichts mehr. Wir brauchen aber gerade für die bestäubenden Insekten die Blüten, die gerade nach der Rapszeit im Feld stehen, damit auch dann noch für die bestäubenden Insekten was vorhanden ist. Sie müssen sich ja auch dick fressen, sage ich jetzt mal, zum Winter hin. Und auch nach dem Juni, Juli müssen auch noch weitere Pflanzen bestäubt werden. Auch hier habe ich 2 Jahre gearbeitet und wäre Hessen nicht gewesen. Liebe Frau Löber, hätten wir diese Entscheidung bis heute nicht. Und es nützt nichts, hier Vorträge zu halten. Es nützt nichts, lange Aufsätze hier zu verlesen aus Büchern, die wirklich damals wegweisend waren, sondern wir stehen heute vor der Aufgabe, etwas durchzusetzen. Und Sie können sich darauf verlassen, dass Hessen jedenfalls in der Lage ist, zu solchen wichtigen Themen bestimmte Dinge auch auf Bundesebene im Verein mit anderen durchzusetzen. Und dann komme ich zu der Glyphosat-Ausstiegsstrategie. Also irgendwie scheinen Sie sich manchmal in bestimmte Themen so festzufahren, dass Sie gar nicht mehr wahrnehmen, was eigentlich tatsächlich real passiert. Also, Hessen hat als eines der wenigen Länder eine Ausstiegsstrategie. Der Bund, der orientiert sich noch, wie er eine Ausstiegsstrategie schafft, nachdem Glyphosat wieder um 5 Jahre verlängert wurde. Und ich kann keinem Landwirt verbieten, das zu nutzen, solange es genehmigt ist. Und auf den eigenen Flächen haben wir bei den landwirtschaftlichen Betrieben, die auf die eigene Domänen sind, wird kein Glyphosat mehr verwandt. Kein Glyphosat mehr verwandt. Und bei den Domänen, die verpachtet sind, werden bei allen Neuverpachtungen diese Klauseln eingeführt. Erstens verpachten wir in der Regel an diejenigen, die Ökolandbau machen. Und zweitens wird darauf geachtet, dass künftig kein Glyphosat mehr verwandt wird. Zeigen Sie mir ein Bundesland, das so agiert
aus meines Wissens gibt es da keins. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, mit dem Bauernverband, mit dem Imkerverband, mit der Vereinigung Ökologischer Landbau, mit dem Gartenbauverband eine gemeinsame Aktion zu starten, Bienenfreundliches Hessen. Wir haben das Halm entsprechend so ausgerichtet. Natürlich ist das zu einem Großteil europäisches Geld, aber wir entscheiden, wie es ausgegeben wird. Und wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir finanzieren darüber hinaus einjährige Blühstreifen. Es gibt die Landwirte, die mitmachen, weil sie erkennen, dass sie ohne Bestäuber keine gute Produktion haben werden in der Landwirtschaft. Die Landwirte sind oft sehr viel weiter, als Sie sich vorstellen, Frau Schott. Vielleicht sollten Sie mit denen einmal reden. Und natürlich müssen wir weitergehen. Wir brauchen eine noch ökologischere Landwirtschaft. Aber das müssen wir mit der Landwirtschaft machen und nicht gegen die Landwirtschaft. Bei allen Zielen, die wir haben, bei allen wichtigen Zielen, die wir vor Augen haben, müssen wir die Leute mitnehmen, weil das Schlimmste ist, wenn wir gar keine Landwirtschaft mehr im Lande haben. Und deswegen gehe ich den Weg weiter mit der Landwirtschaft für ein bienenfreundliches Hessen im Offenland, aber auch in den Städten, weil die Kommunen inzwischen auch mitmachen. Und ich hoffe, dass die Abgeordneten mich darin weiterhin unterstützen. Herzlichen Dank. Frau Ministerin, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Der Antrag soll in den Fachausschuss überwiesen werden. Nein? Abstimmen? Gleich abstimmen? Ach gut. Wer dem Antrag 19-6297, Kollege Lenders, ja, stoppt mich. Ne? Herr Präsident, wenn wir jetzt abstimmen, dann bittet die FDP-Fraktion, den Punkt 1 separat abstimmen zu lassen. Also gut, stimmen wir erst ab über den Punkt 1. Wer dem Punkt 1 seine Zustimmung gibt, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP, wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? SPD und Fraktion DIE LINKE, damit angenommen. Rest des Antrags, wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE, wer enthält sich? SPD und die FDP. Damit ist auch dieser Teil angenommen. Also ist der gesamte Antrag angenommen.